Hallo, mein Name ist Simone Wiener. Ich habe den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der FH im Burgenland abgeschlossen. Ich bin aktuell in Hartberg tätig, in einem Wohnhaus für psychisch Erkrankte. Ich bin dort parallel zu Psychologinnen und psychiatrischen Krankenschwestern als Sozialarbeiterin angestellt. Der Tätigkeitsbereich umfasst die Betreuung von Klienten, sozialarbeiterische Tätigkeiten, alltäglich Allfallendes und in der Tagesstruktur. Ich habe offiziell online bei Jobplattformen nach meinem Job gesucht und habe noch dort gefunden. Der sozialpsychiatrische Bereich hat mich speziell interessiert, weil das Aufgabenfeld einfach sehr umfassend ist, weil man mit Krankheitsbildern zu tun hat, weil man sehr umfassend gebildet wird, wie mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird, weil man ein multiprofessionelles Team hat, in dem man arbeiten kann und in sehr vielen Bereichen dazulernen kann. Ja, es ist einfach ein interessantes Tätigkeitsfeld, um Sozialarbeit auszuführen, weil man mit einem sehr fordernden Klientel zu tun hat, weil man nicht speziell nur sozialarbeiterische Tätigkeiten ausführt, sondern gerade Gesprächsführung und Beratungstätigkeit und unterstützende Tätigkeiten im Alltag sehr häufig ausführen kann. Also die Inhalte, die mir am meisten in der Praxis geholfen haben, waren die Gesprächsführung, das Erarbeiten von Interventionen anhand von zum Beispiel Case Management oder Inhalte der klinischen Sozialarbeit. Die Erwartungen vom Studium wurden erfüllt. Ich bin dann doch sehr überrascht gewesen, wie wenig man in der Praxis in der Lage ist, diese Sachen dann tatsächlich anzuwenden. Es ist aber sehr interessant, einfach zu erfahren, wo man diese Inhalte anwenden könnte und wo sie in der Praxis tatsächlich nicht angewendet werden. Das heißt, man ist im Nachhinein sehr gefordert, die Inhalte nochmal genau durchzugehen und zu überlegen, wo sie Platz hätten, weil, also zumindest ich in meinem Bereich, wenig Möglichkeit habe, um sie zu finden und dort zu erlernen. Das heißt, es ist notwendig, diese aus dem Studium dann tatsächlich mitzubringen, weil ich erlebt habe, dass in der Praxis häufig anders gearbeitet wird, als wir das auf der FH erlernt haben.